Sieht man das überhaupt? Ich bin ein Rentier. Geht langsam auf die Weihnachtszeit zu, denn heute ist ja auch schon der dritte Advent. An einem schönen blauen Sonntag kommt ein neues Wix Charlie Video. Ja, erst kommt das Fressen in Form eines leckeren Gamer Energies. Und dann kommt die Moral. Heute am dritten Advent kommen wir dann auch schon zu den etwas uncooleren Personen, die mich 2018 fasziniert haben. Wobei, die heutige Person hat sicherlich auch genauso viele Groupies gefickt wie Jizzes oder Maxwell. Also insofern ist es vielleicht sogar für Leute interessant, die sogar 187 hören. Ich möchte euch heute nämlich aufzeigen, warum ich Bertolt Brecht cool finde, beziehungsweise ihr ihn auch cool finden könntet. Also mindestens genauso cool wie Maxwell oder Jizzes. Aber erst einmal muss ich euch darauf hinweisen, dass das limitierte UX Gaming Jersey auf xus.de/ux-gaming nur noch wenige Wochen verfügbar sein wird. Also müsstet ihr schnell sein, falls ihr euch eins bestellen wollt. Soviel zumal zu Bertolt Brechts Kapitalismuskritik. Also wenn ihr jetzt wirklich keinen Plan habt, wer Bertolt Brecht war, beziehungsweise nur wisst, wer Jizzes und Maxwell sind, dann erzähle ich euch jetzt nochmal so ein bisschen, warum der Typ eben krasser Ficker war. Er hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland gelebt. Okay, eher uncool, Nazis und so, ich weiß. Aber er war kein Nazi und ist sogar vorhin abgehauen. Tendenziell eher cool. Das haben die Nazis ihm damals übel genommen und so haben sie alle seine Werke verbrannt 1933 und auch insgesamt deutschlandweit verboten. Na, habt ihr etwa schon mal davon gehört, dass der Sampler 4 verboten wurde oder Obststand abgebrannt wurde? Nee, ich denke nicht. Na gut, die Nazis haben halt damals auch alles verbrannt und verboten, was halt gegen den Nationalsozialismus ist, beziehungsweise nicht einhergeht mit dem Nationalsozialismus. Eyes on enemy. Digga, ich bin spicy auf den Sticks. Shooter maneuvering. Ruhig, Charlie auf Streak mit der Sniper. War Machine locked and loaded. Offer available for tower. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. They're gone. 19-0 und ich sterbe. Jetzt mal ganz kurz abseits vom Thema. Jetzt sag nochmal einmal, UX Charlie kann in diesem Game nicht snipen. Floyd, Stylers, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Nun gut, Brecht stand schon auf dem Index, bevor JBG 2 draußen war, ist also dementsprechend cooler als Kollega und Farid Bang zusammen. Er hatte außerdem immer was mit den Schauspielerinnen, die für ihn gespielt haben, also insofern, obwohl er Larry-mäßig aussah, immer ein Alpha-Male gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ohne McFit-Mitgliedschaft ein Womanizer, also ich bitte euch. Übrigens, Brecht war ein Autor und Schriftsteller, das nur mal sozusagen. Also er hat Texte geschrieben. Songs hat er weniger geschrieben, das hat meistens Kurt Weil für ihn gemacht. Und unter anderem war Kurt Weil auch an der Drei-Groschen-Oper beteiligt, die war eben das bekannteste Werk von Brecht. Und das hatte ich auch im Abi. Brecht war nämlich unter anderem auch Pflicht im Abi in Schleswig-Holstein und so musste ich halt die Drei-Groschen-Oper lesen. Und das war auch das erste Werk, was ich so von Brecht so in der Hand hatte. Gut, das ist auch das einzige Werk, was ich von Brecht ganz gelesen habe. Also insofern ist ja auch egal. Ich erkläre euch auch anhand der Drei-Groschen-Oper, was cool an Brecht ist. Übrigens kam Brecht dann allerdings nicht dran bei uns in der Abi-Klausur, sondern Günther Grass. Fucking Günther Grass mit im Krebsgang. Wirklich Trash. Wirklich richtiger Trash. Aber also wirklich, Grass hat er vielleicht seine Zeit, aber im Krebsgang wirklich kein geiles Buch. Wirklich kein geiles Buch. Nun gut, meine Deutsch-Abi-Prüfung lief insofern auch genauso wie meine COD-Karriere. Ich habe alles geslayed. So ungefähr. Das war die Deutsch-Abi-Prüfung. Killed Battery. Der hat einfach auf mich abgezielt. Nun gut, ich bin dann aber noch freiwillig in die mündliche Prüfung gegangen in Deutsch und da kam dann Brecht auch wirklich dran. Hat er mich gebuddyshootet gerade? Der hat mir noch gerade noch eine Freundschaftsanfrage geschickt. So, dadurch habe ich mich dann noch mehr mit Brecht beschäftigt und da habe ich ihn dann wirklich auch erst so richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Denn als wir die Drei-Groschen-Oper ganz normal im Unterricht hatten, fand ich sie eigentlich noch richtig scheiße, ehrlich gesagt. Ich habe die halt einfach auch damals nicht richtig gecheckt, habe halt gedacht, das ist so wie bei den ganzen anderen Werken, die wir sonst immer in Deutsch hatten. Ja, da hat sich einer was gedacht, aber so richtig checken wir es alle nicht, deswegen muss es gut sein. So Kafka-Style, der checkt sich nicht mal selbst, aber alle anderen deuten da richtig geile Scheiße rein und dann feiern die im Endeffekt alle. Alter, Wix Charlie, beide Kicken. So, das Ende der Drei-Groschen-Oper ist nämlich folgende. Der Mörder und Vergewaltiger und Verbrecher generell, Mackie Messer, soll am Ende gehängt werden für die schlimmen Taten, die er begangen hat. Man denkt sich, okay, macht alles Sinn, ist ein gutes Ende. Dann kriegt halt der Mörder oder beziehungsweise der Verbrecher kriegt seine gerechte Strafe für damals. Ne? Also heute wird er in den Knast kommen, Lebensding oder was weiß ich. Man denkt sich, okay, ja. Aber einfach aus dem Nichts kommt die Queen mit einem Botschafter an und der verkündet dann, ja, nee, der wird jetzt belohnt und muss nicht gehängt werden. Ende. Und ich liege dann in meinem Bett und lese das so und ich denke mir, okay. So, wir haben das Ende aber dann auch nicht mehr richtig detailliert irgendwie im Unterricht besprochen oder so. Das ist jetzt einfach nur so, weil der große Antagonist von Mackie Messer, nämlich Jonathan Peachum, der ja eigentlich das ganze Buch über der Gute war, ist eigentlich auch ein Böser und der wird ja auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Also eigentlich sind beide Hauptpersonen der Geschichte böse. Na, was bleibt dir denn auch als dummer Typ, der den ganzen Tag nur Call of Duty Videos macht, übrig, als zu sagen, ja, okay, klingt ja echt gut. Also, ich habe dann lieber nicht nochmal nachgefragt, sondern das einfach so gelassen, okay, dann ist das jetzt halt so, dann sind beide böse und keiner wird bestraft oder so. Dieser Bastard.
Dieser dreckige. Na nun gut, der Verbrecher Mackie Messer wird halt nicht gehängt, weil sein Gegenspieler Jonathan Peachum, der eigentlich relativ normal ist, der ist halt genauso ein großer Verbrecher und der wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Ist okay. Ja, aber was ist denn jetzt die Message an der Geschichte? Es gibt so zwei Kontrahenten innerhalb der Dreigroschenoper. Einmal den Gangster Mackie Messer und einmal den bürgerlichen vom Firmenchef Jonathan Jeremiah Peachum. Ja? Der allerdings am Ende anscheinend genauso illegales Zeug macht und genauso menschenverachtend ist wie eben Mackie Messer. Aber es kommt halt wirklich innerhalb der Geschichte nicht so rüber, weil man ja denkt, okay, der eine ist ja offensichtlich der Böse. Also du wirst halt auch als Böser introduced, sag ich jetzt einfach mal. Dann ist ja der gegen ihn kämpft. Der muss ja der Gute sein. Ja? Aber nein, dieser Peachum hat eben so eine ganz besondere Firma. Er ist praktisch so eine Art Zuhälter für Bettler. Also jeder Bettler innerhalb von London muss ein bisschen Schutzgeld an ihn zahlen oder so ein bisschen davon was abgeben, was er halt so erbettelt, sag ich jetzt einfach mal. Dann dafür gibt er ihm halt Sicherheit und dafür wird er nicht verprügelt von den Leuten von Jeremiah Peachum. Also er ist schon so eine Art Zuhälter für Bettler, kann man sagen. Sehr weird, aber ist halt so. Also er verdient metaphorisch Geld mit dem Leid von anderen. Also dadurch, dass die Bettler halt leiden beziehungsweise leidig aussehen, geben die Leute Geld und er verdient daran mit, so gesehen. Peachum verdient also Geld durch das Leid anderer Menschen beziehungsweise die Leute, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen, wenn sie Leute sehen, die leiden. Ihr müsst halt wissen, die Bettler machen das halt nicht freiwillig, sondern werden ansonsten, wenn sie nichts abzahlen, verprügelt. Eben so ein bisschen zuhältermäßig. Dafür werden sie dann aber von diesem Peachum halt auch so ausgestattet, also sie bekommen halt irgendwie noch dreckigere Kleidung oder sowas, damit sie halt noch bemitleidenswerter aussehen als vorher schon. Also praktisch so eine Art YouTube-Netzwerk. Ah, ja, der war deep, ich weiß. So, aber Mackie Messer wird am Ende eben nicht erhangen, weil es unlogisch ist, ihn nicht zu erhängen. Also, es ist halt bewusst unlogisch gestaltet. Also, jeder, der das liest oder hört, denkt sich so, hä, aber warum wird der Verbrecher nicht erhangen? Es macht doch gar keinen Sinn. Und genau das ist das, was Brecht halt damit erzeugen will. Es soll halt bewusst verwirren, damit sich die Leute denken, hä, warum ist das so? Und alles nochmal hinterfragen. So ein bisschen, als würde man ein UX-Charlie-Video sehen, aber bei mir ist das leider nicht beabsichtigt. Dafür seht ihr aber bei mir immer sehr viele Final-Kill-Camps von mir. Und die Schwertfisch... Die hat Zähne. Aber dadurch, dass dieses Ende eben so unrealistisch bzw. so unlogisch ist, hinterfragt man halt das komplette Werk nochmal. Also man denkt sich, okay, was ist da jetzt falsch gelaufen? Und ich meine, mir ist es nicht aufgefallen, aber ich bin ja auch dumm. Aber eigentlich soll halt gezeigt werden, dass das keinen Sinn macht, nur zu denken, dass Mackie bestraft werden muss, obwohl Jonathan Jeremiah Peachum eben, ja, genauso schlimm ist und genauso illegal handelt und am Leid von anderer eben sogar mitverdient, also sogar sein Geld daran verdient. Aber wir uns halt denken, okay, damit kann er weitermachen, aber Mackie gehört bestraft dafür. Also Werke von Brecht strotzen halt immer so von Gesellschafts- bzw. auch Kapitalismuskritik. Auch oft sehr kriegskritisch, auch in der Dreigroschenoper allerdings halt eher Kapitalismus und Gesellschaftskritik ist mehr so Brechts Ding, sag ich mal. Brecht verfremdet seine Messages immer sehr stark, damit der Zuschauer bzw. Konsument dann auch immer so ein bisschen nachdenken muss, um die Messages zu verstehen, wenn er seine Kunst eben verstehen möchte. Und ich hatte in der 13. Klasse natürlich relativ wenig Bock nachzudenken, denn ich meine, hallo, ich mache YouTube-Videos, also nachdenken. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich nutze die Zeit zwischen den zwei Spielen gerade, um euch den Verfremdungseffekt komplett und ausführlich zu erklären. Allerdings mache ich jetzt viel lieber Werbung für meinen Instagram-Account, Charlie Warfels, einfach folgen, alle Bilder liken, Leute. Ich like auch ein paar Leuten zurück. Also insofern einfach Charlie Bofitz bei Instagram eingeben. Alle Bilder liken. Euer Leben wird sich 1000-mal verbessern. Na, aber das war jetzt so eine Art Verfremdungseffekt. Und die Message war, dass ihr mir auf Instagram folgen sollt. Charlie Bofitz. Also ihr saßt jetzt wahrscheinlich da mit eurem Handy in der Hand da und habt mir so gelauscht, wie ich euch so erkläre, was Bertolt Brecht eben cool macht. Allerdings kam dann aus dem Nichts der Instagram-Account von UX Charlie. Also der Verfremdungseffekt bricht praktisch die Konvention, die man so hat. Ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber kennt ihr dieses Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor? Das ist auch schon so eine Art Verfremdungseffekt, dadurch, dass man so denkt, okay, es ist ein ganz ruhiges Lied und auf einmal kommt... Also ungefähr ist es und das finde ich echt mega geil. Man durchbricht die dritte Wand, man entzaubert das, was der Zuschauer gerade so sieht und lässt ihn halt darüber nachdenken, was er gerade gesehen hat oder sehen wird. Oh, Leck! Wie, und die Wiese ist jetzt tot. Wer hat ihn denn getötet? Hehe, mit der eigenen Waffe. Charlie Waffles auf Instagram.
Weil ich die Dreigroschenoper bzw. Bertolt Brecht halt so feier, war ich dieses Jahr dann auch im Film Mackie Messer. Das ist praktisch der Film zur Dreigroschenoper. Also es ist ein Film, wie die Dreigroschenoper verfilmt werden soll. In der Zeit, in der die Dreigroschenoper eben uraufgeführt wurde, 1928. Also es ist auch sehr Meta, aber das ist halt auch irgendwie Brecht. Und das, ich weiß nicht, aber das feiere ich. Übrigens wird Bertolt Brecht dort im Film von Lars Eidinger gespielt. Und Lars Eidinger feiere ich übrigens auch extrem. Also das ist halt ein deutscher Schauspieler. Und den feier, also wirklich, der ist mega nice. Also ich meine, der Typ hat sich meine Wurst in den Arsch gesteckt, um auf unsere Überflussgesellschaft aufmerksam zu machen. Also, ich meine, wie geil ist das? Oh, live auf der Bühne, im Theater. Also halt einfach, um zu verdeutlichen, wie viel Lebensmittel wir eigentlich wegschmeißen und wie viel halt einfach für den Arsch ist. Metaphorisch und also symbolisch. Ach, keine Ahnung, aber ich feiere das. Also ich meine, hat sich Jesus schon mal eine Wurst in den Arsch gesteckt, um auf den Konsum innerhalb von Deutschland aufmerksam zu machen? Ich denke nicht. Als wir den Film Mackie Messer zusammen im Kino gesehen haben, waren Antonia und ich, glaube ich, auch die einzigen unter 40 in der Vorstellung. Und das war auch schon ein weirdes Gefühl, aber ich feiere das einfach. Ich feiere diese intelligenten Texte im Einklang zusammen mit den Figuren, die halt relativ alltäglich sind und bis heute halt auch anwendbar sind, so gesehen. Und ich weiß nicht, als ich den Film dann wieder gesehen habe, musste ich so oft dann auch wieder die Songs von der Dreigroschenoper hören. Ich finde, am zugänglichsten ist Brecht eigentlich durch die Songs von der Dreigroschenoper, die unter anderem auch adaptiert wurden von so einer Band, die heißt Slut. Ich packe euch einfach mal ein paar Songs aus der Dreigroschenoper in die Videobeschreibung und die hört euch unbedingt mal an und dann habt immer so im Hinterkopf, dass es halt so gesellschafts- und auch irgendwie kapitalismuskritisch ist und ich feiere das einfach. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Hört euch die Songs, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, einfach mal an und dann habt immer so im Hinterkopf, dass es da entweder um Kapitalismuskritik, Gesellschaftskritik generell oder eben auch um Kriegskritik geht. Wirklich, gönnt euch einfach. Es ist richtig genial. Ich warne euch vor, liebe OX-Schall-Zuschauer, man muss nachdenken. Nachdenken. Man kann viele Sachen auch wunderbar auf die heutige Zeit oder die heutige Gesellschaft übertragen. Insofern auch so ein bisschen zeitgenössisch. Also wenn ihr euch wirklich mal mit einem geilen Schriftsteller, Lyriker, whatever beschäftigen wollt, generell einen Künstler, dann beschäftigt euch bitte nicht mit Kafka oder Grass oder Jizzes, sondern wirklich Brecht. Ihr werdet es nicht bereuen. Gerade der Kanonensong aus der Dreigroschenoper ist eigentlich aktueller denn je. Wobei, Krieg gibt es eigentlich immer. Insofern, ja. Freut mich übrigens, dass die Serie so gut bei euch ankommt. Schaut unbedingt mal meine letzten beiden Videos an. Da spreche ich nämlich einmal über meine Lieblings-YouTuber insgesamt und über meinen Lieblingssänger. Also schaut da unbedingt mal rein. Ist gleich nachher am Ende des Videos hier verlinkt. Aber wir beenden das natürlich nochmal mit einem Zitat von Brecht. Das ist jetzt nicht aus der Dreigroschenoper, aber das feiere ich auch. Ich sehe das System und äußerlich ist's lang bekannt. Nur nicht im Zusammenhang. Da sitzen welche, wenige, oben und viele unten. Oh. Pizza kommt, Leute. Pizza. Bis gleich. Wo ist mein Portemonnaie? Okay, fail. Fail. Okay, während ich hier nebenbei meine Pizzabrötchen esse, lesen wir doch mal das Zitat von Brecht vor. Oh, die sind halt aber auch geil. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also, ich sehe das System und äußerlich ist's lang bekannt, nur nicht im Zusammenhang. Da sitzen welche, wenige, oben und viele unten. Und die oben schreien hinunter. Kommt her, damit wir alle oben sind. Aber genau hinsehend siehst du etwas Verdecktes zwischen den oben und den unten, was wie ein Weg aussieht. Doch ist's kein Weg, sondern ein Brett. Und jetzt siehst du es ganz deutlich. Es ist ein Schaukelbrett, also so eine Art Wippe, könnt ihr euch vorstellen. Dieses ganze System ist eine Schaukel mit zwei Enden, die voneinander abhängen. Und die oben sitzen oben nur, weil jene unten sitzen. Und nur solange jene unten sitzen. Und säßen sie nicht mehr oben, wenn jene heraufkämen, ihren Platz verlassend, sodass sie wollen müssen. Diese säßen unten in Ewigkeit und kämen nicht herauf. Auch müssen es unten mehr als oben sein, sonst hält die Schaukel nicht. Word.